Ich habe heute meinen Tag in Riga gestartet, in Lettland, mit Gesprächen mit dem Außenminister und der parlamentarischen Staatssekretärin. Ich muss ganz offen gestehen, es ist erschütternd, wenn man die Berichte hört, wie hier Weißrussland versucht, die Europäische Union zu erpressen, wie sie tatsächlich Migranten einsetzt als Waffe, als Druckmittel. Das ist völlig inakzeptabel. Ich habe hier die klare Botschaft auch vermittelt, dass Österreich diese Region, Lettland, aber auch Litauen, wo ich mich jetzt befinde, nicht im Stich lassen wird. Wir werden unterstützen, wir sind solidarisch, wir werden auch weiterhin zusammenstehen, wenn es darum geht, klare Sanktionen zu verhängen. Wir können uns das nicht gefallen lassen und wir werden es uns nicht gefallen lassen. Jeder muss in der Europäischen Union auch seinen Part übernehmen. Jetzt ist es Zeit, zusammenzustehen.